Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Dark Souls. Ja, was soll ich sagen? Letzte Folge war der Wurm drin, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, es war einfach so, da war der Wurm drin. Da war einfach nur der Wurm drin. Deswegen hoffe ich, dass es heute ein bisschen besser läuft. Ich fetz allerdings jetzt nochmal ganz kurz nach Anor Londo. Ist ja nicht weit in dem Sinne. Okay, denn ich habe hier ja noch was abzugeben, denn ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergessen kann. Richtig? Ja, ja. Und zwar Estus Verkäufer. Stärken wir, bitte. Wir haben nämlich noch eine Feuerhüterseele. Die haben wir jetzt abgegeben. Jetzt ist unser Estus Flakon noch stärker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Denn ich versuche mir jetzt wirklich diese wichtigen Sachen noch immer aufzuschreiben, dass ich es nicht vergessen kann. Und dann fetzen wir auch schon zurück. Bin mal gespannt, wie ich mich heute schlage. Diese Folge, die letzte, kam heute online, für mich zumindest. Das heißt, wenn es die zum größten Teil, denke ich, habe ich die Kommentare gelesen. Ich weiß nicht, ob noch recht viel mehr nachkommen werden. Das werden wir sehen. Jetzt habe ich die Waffe schnell. Also, das ist eigentlich auch wurscht. Hallo? Naja, das hasse, wenn ich Verfolgungswahn bekomme. Ich gehe allerdings den regulären Weg. Ups. Lass ich mich mal hier gleich mal schlagen. Yes, sir. Auch wenn ich am Überlegen bin, ob es nicht vielleicht sinnvoller gewesen wäre, doch nochmal meine Sense zu benutzen. Theoretisch wäre es vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Ah, jetzt kam der wieder mit seinem Pfeil. Okay. Ich entscheide mich um. Wir besiegen die schnell. Am besten sterben wir dabei aber noch. Wäre natürlich voll cool. Wegrollen! Wollt mich gerade wegrollen. Damit mich der Pfeil nicht trifft. Wartet mal. Auszeit! So. Fährt's jetzt da nochmal hin. Hallo? Fopp. Hi. So. Wir fetzen jetzt nochmal ans Leuchtfeuer. Machen einen mentalen Neustart. Und holen uns erstmal... Oh. Geh weg! Okay. Das war so nicht geplant. Okay. Nee, Spaß beiseite. Jetzt kommt der Ernst. Verlassen. Fupp. Okay. Göttliche Sense. Okay. Und jetzt ernsthaft. Wir müssen uns aber auch ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, ob wir uns beeilen müssen. Ich denke, beeilen. Nee, doch, freilich müssen wir hier lang. Was quatsch ich denn? Natürlich müssen wir hier lang. Gibt doch hier zwei Wege. Es gibt einmal diese Abkürzung da nach oben. Und dann gibt es den Weg hier raus. Ich bin doch auch blöd. Was hab ich denn? War alles jetzt umsonst. Das ganze Rumgelatsche. Hast mich nicht erwischt, hast du gemerkt, nicht wahr? Fupp! Okay. Gut. Dann fetzen wir wieder hier raus und schauen uns hier draußen nochmal ganz genau um. Ob wir nicht jemanden finden, der jetzt plötzlich hier draußen ist. Ja. Und diese tollen Schmetterlinge lassen wir in Ruhe. Haben wir ja letzte Folge gelernt. Habt ihr mal auch in die Kommentare geschrieben. Die lassen wir diesmal in Ruhe. Okay. Hier draußen gehe ich aber mit der Waffe hier um. Das ist natürlich die Frage, wo ist Logan? Ich denke aber mal, die hier müssen wir besiegen. Ich glaube, hier können wir zweihändig rumfetzen. Dann ist er schneller down. Weil abwehren müssen wir uns hier ja nicht wirklich. Oh, da kommt schon der nächste. Eins, zwei, drei. Oh. Beidhändig kann sich echt lohnen, merke ich gerade. Nur wo ist Logan? Der dümpelt irgendwo im Garten. Das ist doch toll zu wissen. Nur wo? Das ist die Masterfrage. Kommst du zu mir her, bitte? Woo! So viel zum Thema. Wir brauchen kein kein Schild. Ich wollte jetzt eigentlich nicht trinken. Ich wollte eigentlich nur wieder das Schwert, das Schild in die Hand nehmen, aber egal. Aber ja, ich klappe hier trotzdem diese Viecher jetzt nochmal alle ab.
Hallo. Danke. Kommst du bitte? Danke. Lass mal diese Meldung hier wegpacken. Jetzt komm. So. Das hat schon mal geklappt. Ah! Ja. Y ist beidhändig, Julia. Y. Du verbrauchst schon wieder deine ganzen Estus. Doch toll, oder? Okay, es kommen zwei auf einmal. Dann bleibe ich lieber beim Schild. Nein, ich bleibe nicht beim Schild. Okay, wir trennen sie gerade ein bisschen. Okay, alles ist gut. Noch passt alles. Gut. Diesmal habe ich Y gedrückt. Diesmal habe ich kein neues Estus getrunken. Das ist aber schön. Das freut mich aber. Und da die sowieso dann jedes Mal wieder um die Ecke gedümpelt kommen, egal wo ich mich befinde, klappere ich jetzt wirklich alle von diesen tollen Wesen ab. Kommen ja sowieso wieder zu mir her. Oh, warum wusste ich, dass das passiert, dass ich hier hochlaufen muss? So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wuhu! Den haben wir auch. Da ist nix. Aber da lag was, oder? Ach so, das ist nur so eine Leiche. Okay. Oh, ist ja nur eine Leiche. Ja, nee, ist klar. So würde ich im Real Life natürlich auch reagieren. Oh, nur eine Leiche. Okay. Hallo? Da ist eine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier hinten nichts ist. Das sieht so komisch aus. Komm her. Boah, da hat er mich erwischt. Oh, ich wollte mich gerade wegrollen. Ah. War schon wieder viel zu viel gebraucht. Dass hier nichts ist, das ist so unglaublich. Das sieht hier so... Aber dann wäre hier auch ein Rufzeichen wahrscheinlich. Nicht ein Rufzeichen, so eine Meldung von einem Mitspieler. Könnte natürlich auch sein, dass hier noch irgendwas ist. Na, wir schauen uns erstmal im Garten nochmal weiter um. Es hat geheißen im Garten. Hallo? Huch. Ja, wir kämpfen einfach wieder gegen zwei. Ist ja wurscht. Am besten stürzen wir in den Abgrund. Abgrund war cool. Mal kurz das Schild hochnehmen. So. Ich wollte mich gerade wegrollen. Das war fies. Das war gemein. Ich wollte mich wegrollen. Wuhu! Hey, ja! Wuhu! Miau! Tot. So. Hinten ist auch noch einer. Dümpelt der wirklich hier im Garten rum? Bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Ja gut, aber der macht sich auch immer so klein und unscheinbar. Das war aber voll daneben. Hast du schon gemerkt, oder? So. Jetzt haben wir sie alle. Jetzt können wir Logan suchen. Den ich hier noch nirgendwo gesehen habe. Und wo ich mittlerweile glaube... dass mit Garten was anderes gemeint war und nicht das hier. Das Gefühl beschleicht sich mir ein bisschen. Vielleicht muss ich doch darunter. Was könnte denn sonst mit Garten gemeint gewesen sein? Kann doch nur das gewesen, gemeint sein. Wuhu! Hm.
Ich sehe aber nichts. Doch nochmal in das Kristallgebiet schauen. Ich habe das Gefühl, hier ist es nicht. Außer ich übersehe etwas. Nein. Ich sehe hier nirgends jemanden. Das Eck hier hinten sah ja auch so seltsam aus. Logan! Wenn du so geheißen hast zumindest. Bist du hier? Ich glaube nicht. Also doch nochmal in diese Untiefen runterwagen. Vielleicht sitzt er aber da irgendwo zum Anfang. Das kann ja auch sein. Vor allem, der ist sicherlich nicht leicht zu sehen. Mit seinem schwarzen Hut macht sich immer so klein. Aber ich sehe niemanden. Aber die hätten den doch sicherlich nicht so dermaßen versteckt platziert, oder? Hier kann man nicht weiter. Ich wage mich jetzt mal vorsichtig vor hier. Zwei Menschlichkeit. Who cares? Ach Gott. Ich werde es bereuen. Weiß ich jetzt schon. Kommst du? Danke. Darfst auch schneller hochkommen. Du darfst mir auch gerne bis hierher folgen. Wenn du magst. Du magst, das freut mich aber. Das ist schön. Hey! Na, ich wusste, dass er mich trifft. Ausdauer und so. Oh, nein. Nicht festhängen hier. Komm. So. Ah, wie viel Leben ich hier verschlampe und verbrauche, das ist doch nicht normal. Aber wir sollten hier relativ vorsichtig vorgehen, wenn wir nicht wieder sterben wollen. Ich glaube aber, dass... Ach, wir schauen einfach mal. Oder hieß das Ding nicht sogar Kristallgarten? Ich sollte mich sowieso hier anständig umschauen, hieß es. Daher machen wir das jetzt einfach mal. Außerdem mag ich die Gegend hier. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass mich diese Wesen gar nicht angreifen, wenn ich sie nicht angreife. Nur das Problem ist, wie geht's hier weiter? Hier? Hier runter? Sieht so aus. Ja, okay. Hier komme ich doch nie wieder hoch. Hier komme ich doch auch nie wieder weg. Oje, Mini. Da kann man rübergehen. Ich glaube, da kann man rübergehen. Ich habe 20 Prismasteine. Tatsächlich. Oje. Ein Weg ist voraus. Aha. Uah. Was steht hier? Ach, das sind vom Spiel selbst vorgegebene. Hier. Okay. Das ist nett, dass das Spiel das einem vorgibt. Ernsthaft jetzt? Darf hier kämpfen? Wow. Das freut mich aber. Das freut mich aber. Wow. Okay. Schön, dass er wenigstens... So.
Wow. Zurückweicht. Nein. Nein, das war fies. Das war fies. Ich steck doch hier in diesem Eck fest. Och, Mensch. Okay, da hätte ich vielleicht sogar fast ein bisschen aggressiver spielen müssen. Jetzt fällt es mir erst auf, dass das ja genau der Garten ist. Oh, weia. Oh, weia. Ich weiß nicht, ob ich das heute nochmal wagen will. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das heute so ein Tag ist. Da wäre es nicht gut, nochmal ganz viel Verschiedenes zu wagen. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Aber jetzt müssten wir nochmal die ganzen Viecher und alles besiegen, nicht wahr? Oh, weia. Naja, aber ich denke, wir schaffen das schon. Aber ich... Ich müsste aber auch gar nicht alle diese Viecher besiegen, oder? Das ist ja die nächste Frage. Jetzt mal aufhören hier. Lass mich hinter dich! Zifix? Ja, ich weiß, ich hatte mein Schild nicht lange genug unten, um dich zu backsteppen! Hey! Hey! Ich hab doch den... Das war fies! Dass der das Schild blockt, obwohl ich ihn von hinten mehr oder minder angegriffen habe. Das geht doch eigentlich gar nicht. Och, Menno. Ja, dann können wir die ganzen Viecher hier... Ja, mit Sicherheit müssen wir nicht die ganzen nochmal machen, aber... Dann können wir auch Pfeil und Bogen nochmal einpacken. Da muss ich halt schauen, dass ich das Viech erstmal von der Ferne angreife. Vorher muss ich mich um die hier kümmern. Okay, schauen wir mal. Ich wusste es, dass der jetzt noch rechtzeitig erscheint hier. Ach, come on. Warum hat er jetzt zugehauen? Ich hatte schon lange keinen Schlagbefehl mehr gegeben. Das war fies. Wegrollen. Yes, sir. Wahnsinn. Komm. Scheiß auf Ausdauer. Nein, scheiß man natürlich nicht drauf, aber ein bisschen, manchmal schon. Kurz bevor er stirbt, knickt er nämlich immer noch mal ein. Das kann man sich dann schon ziemlich zunutze machen, denke ich. Ich glaube aber, so viele von den Viechern müssen wir hier gar nicht besiegen, um da noch mal runterzukommen. Eigentlich müssten wir eh nur die paar hier in dem Eck und dann die zwei da vorne, glaube ich. Aber ich würde sagen, da die letzte Folge so extrem krass lang war, machen wir die Folge hier jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich werde jetzt keine weitere Folge aufzeichnen. Es kann aber sein, dass ich die nächste aufnehme, bevor die online geht. Das weiß ich noch nicht sicher. Und dann werden wir einfach nächste Folge schauen, wo es genau weitergeht. Ich denke, wir werden das schon irgendwie herausfinden. Und selbst wenn es nicht da unten ist, muss ich ja trotzdem nochmal runter, um mein Loot zu holen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist. Aber ich habe die Befürchtung, es würde heute etwas fällig werden. Und das muss nicht sein. Wir haben natürlich jetzt nicht viel erlebt. Aber wir haben zumindest ein bisschen was von da unten gesehen. Wir haben dazugelernt. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Und nächste Folge hoffe ich, dass ich mal wieder richtig schön Skill beweise. Das wäre richtig toll. Also, Dankeschön nochmal und ciao. Bis zum nächsten Mal.